Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir suchen die Familie des Barons, namentlich Tamara und Anna. Ja, haben wir denn auch eine Quest für Anna? Herrin des Waldes. Ich weiß es nicht. Ja, die eine wurde verschleppt und die andere sind Ochsen vor. Ja, ja. Siris Zimmer, das ist nicht, oder? Krähenfelster sind wir doch, oder? Könnte sein, ja. Ja. Ja, in der Tat. Na, aber doch die Nebenquest. Und wann können wir unsere Rüstung anziehen, die wir geschmiedet haben? Mit Level 8, glaube ich. Ja, und wir sind jetzt Level 6. 6. Ach, ich dachte, wir wären schon 7. Ah, das geht schnell, wenn wir hier den Quest machen und das alles dann ruckzuck, Level 8 und dann das Ding angezogen, läuft. Aber wo haben wir denn gesehen, dass sie in diesem Zimmer übernachtet hat? Das hat er uns wahrscheinlich erzählt. Ciri war also hier. Vielleicht riechen wir das ja auch. Da ja, sowas findest du ja nur, wenn du im Questlog geguckt hast. Ja. Also, was aber warum blubbert das aus den Dingern raus? War das bisher auch schon so? Nein. Ein Kreisel. Ja. Spielzeug von Kretka. Wie ist Kretka? Irgend so ein Mädchen, was hier wohl wohnt. Die müssen Ciri gehört haben. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Die natürliche Unklarheit von Flüchen. Die natürliche Unklarheit von Flüchen von Lydia von Bredewort. Wo hatte Ciri das her? Ja, und wie ist Kretka? Woher könnten wir die kennen? Ja, das ist hier das Küchenmädchen. Kretka. Es ist halt schlecht, dass Geralt mehr Informationen hat als der Spieler. Schwalbe. Dornengestrüpp. Woher kenne ich denn die? Ja, die Kinder sehen alle gleich aus. Du bist also Kretka. Genau. Ach, das ist doch die eine. Geralt. Hier von Ciri. Weißt du das? Weil du weiße Haare hast und ein Medaillon, das wie ein Wolf aussieht. Die wir im Wald getroffen haben. Mir von dir erzählt. Das stimmt. Erkennst du das? Mein Kreisel? Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in Ciris Zimmer gefunden. Gehört er dir? Ciri hat ihn für mich gemacht, als ich traurig war. Wir haben manchmal in ihrem Zimmer gespielt. Schade, dass sie gehen musste. Du und Ciri habt wohl viel geredet. Oh ja. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht. Aber du bist hier. Also hat sie dich wohl nicht gefunden. Ich frag mich, ob sie ihrem Freund geholfen hat. Ciri wollte einem Freund helfen? Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund. Sie sagte, er wäre in Schwierigkeiten und sie müsste ihn retten. Weißt du, wo Ciri ist? Nein. Einmal habe ich ihr Frühstück gebracht und da war sie weg. Der Baron hat mir gesagt, dass sie gegangen ist. Hast du nicht gefragt, wo sie hin ist? Doch, aber er meinte, ich wäre zu klein und würde das nicht verstehen. Aber Ciri hat mir ein Geschenk dagelassen. Ein Geschenk? Ja, das hier. Ein grünen Stein. Ein richtig schönes Geschenk. Versteck ihn gut, zeig ihn keinem. Er ist sehr viel wert. Danke, Kretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Ich mutmaße mal, dass wir über diese Nebenquests auch dahin kommen könnten, dass wir die Familie des Barons nicht suchen müssten. Man weiß es nicht. So, wo ist denn unser Buch? War ja ein Questgegenstand. Da, das ist es. Ja, aber dünnes Buch. An meine lieben Freunde Philipp und Anna von Graf Laugivre, Kulturminister des Königreichs Temerien, Wysima 1265. Wer da meint, dass sich in Flüchen ausschließlich die bösen Absichten eines Wesens einem anderen gegenüber manifestieren, der irrt sich gewaltig. So sind die Berichte über unfreiwillige Verfluchungen der eigenen Person sowie von Objekten in der Umgebung erschreckend verbreitet. Die Konsequenzen sind schwer vorherzusagen. In vielen Fällen sind sie gravierend und können sogar den Tod desjenigen bedeuten, der vom Fluch getroffen wurde oder Zeit mit den verfluchten Objekten verbringt. Daher ist es so wichtig, möglichst sorgfältige Schutzmaßnahmen gegen Flüche zu treffen. Als absolutes Minimum empfiehlt Madame Amelia Veracruz Leon
Reinigung von allen negativen Gedanken, Anstreben von Einssein mit der Welt, Erreichen von Harmonie zwischen Körper und Geist. Ja, das ist ja einfach. Ja, das. Eine Widmung für den Baron und seine Frau. Offenbar hatten sie hochrangige Freunde in Vysima. Das ist 90 Erfahrungspunkte schon verdient. Ja, und ich glaube, der Nebenquest führt uns nicht dahin. Sowas damit der Herren des Waldes. Das sind ja auch ein Questgegenstand. Also auch nicht so viel. Herren des Waldes, die Götter haben uns verlassen. Die Mächtigkeit dieser Erde kümmert unser Schicksal nicht. Nur die Herren des Waldes wachen über Wählen. In schlimmen Stunden, wenn Krankheit und Hunger uns plagen, müssen wir die Herren um Hilfe anflehen. Wenn sie es für angemessen halten, erhören sie uns in Bildern die Schläge des Schicksals. So erfleht man die Hilfe der Herrin. Finde ein Kind, jung und unschuldig, und bringe es in den Buckelsumpf. Suche das Heiligtum der Herrin. Dort beginnt der süße Pfad. Schick das Kind auf diesen Pfad, auf das es dem Naschwerk folge und zu den guten Herren finde. Dem Kinde wird es nie wieder an irgendetwas mangeln, denn die Herren sind freundlich und freigebig. Sprich dein Anliegen vor ihrem Schreiner aus. Die guten Herren werden dich hören, wie sie alles hören und sehen, was in ihrem Reich geschieht. Wenn du das Opfer erbringst, wie es verlangt wird, so wird deine Bitte erhört. Jetzt müssen wir bestimmt hier Kretka dahin bringen. Na was? Das halt... Ich wette, da so kommt das. Nee. Das ist nee. Nämlich das einzige Kind, das wir kennen. Ja, wir folgen dem Vater einfach so, wir können das Kind nicht zu Hexen schicken. Ja, sind aber nette Hexen, steht da drin. Ja, Hexen sind nie nett. Warte, Hexer. Wenn du meine Tochter findest, gibst du ihr bitte das hier? Eine Stoffpuppe? Mhm. Ist ja nicht so, dass wir schon irgendwie so 5 Puppen hätten. Ja, aber das soll nicht ihre. Aus der Kindheit. Ja, das stimmt. Und die müssen wir uns ja aber erkenntlich machen, dass wir finden. Bitte. Ich flehe dich an. Sie blockieren das Pferd. So können wir nicht arbeiten. Was, die knüpfen ihn gerade auf? Wen? Den Typ da. Ja, warum denn nicht? Ja, was? Naja, es gibt uns ja eigentlich nichts an. Stimmt. Aber wir können nicht zulassen, dass Böses geschieht. Der hat es wahrscheinlich verdient. Ich meine, in den Zeiten hier, wo Krieg ist und sonst was, da werden öfters mal Leute gehängt. Ja, kann man nichts machen. So, jetzt verfolgen wir mal so einen komischen Quest. Eine Nebenquest. Achso, warum denn nicht? Mal tatsächlich den zu machen. Ja, warum nicht? Das ist eine Hauptquest. Warte, wir hatten hier eine Nebenquest. Wildes Herz. Besiege den Werwolf. Ja, ne? Ja, okay. Einladung. Ja, komm, die besuchen wir erstmal. Wir machen erstmal das hier. Denn bei der Herrin des Waldes, ich glaube, da geht's weiter. Also, da gibt's so ein Video, so ein Entwicklervideo, was da gezeigt wurde mit so 3 hässlichen Hexen. Och, ich dachte, die wären hübsch. Nee. Nicht so? Nur Zauberinnen, Hexen nicht. Dann lass lieber Kyra Metz besuchen. Ich habe das Gefühl, als ob es da so ein erotisches Abenteuer gibt. Ach, vermutlich. Ja, wir können ja nicht Triss Merigold und Yennefer fremdgehen. Natürlich, Mann, wir sind Hexer. Hi. Jetzt machst du das tatsächlich. Ja. Seit wann machst du denn das, was ich sage? Was? Ganz neue Zeiten hier. Ja. Ganz schlimme Zeiten wahrscheinlich. So, häufiges Speichern. Vielleicht stürzt sie ja heute nicht ab. Ja, also es wurde schon besser mit den Abstürzen. Am Anfang war es ja tatsächlich echt häufig und dann war letztes Mal da in diesem Kampf, das war unglücklich. Kommt halt, ne, wie es kommt. Boah. Ach, was haben wir denn hier? Oh, an die Zugbrücke. Die guck mal an. Was haben wir hier? Zeug. Holz und Leder. Ja, war nicht so wie der Bombenloot.
Was hast du denn erwartet in so einer Kiste, die da im Weg steht? Los, lauf! Hier würde ich auch nicht so wertvolle Sachen reinmachen. Essen hatte ich erwartet. Das, ja. Und gut. Nahrung ist wertvoller als alles andere in diesem Spiel hier. Das stimmt leider. Wenn man einfach dieses Dranksystem genannt hat, das ist unbegreiflich. Es war einfach ausgereift. Nee, ich wette, da haben sich alle beschwert, ist voll doof, machen lieber, dass man Sachen essen muss. Ich kann mir die Forenposts so richtig vorstellen. Ja. Die ist wohl irgendwie blockiert, damit niemand durchkommt. Ja, dir ist schon klar, dass wenn die Seile gerissen werden, du von den Baumstämmen irgendwie zerquetscht worden wärst. Ach. Na, ganz schön hübsch. In der Tat, ja. Bestimmt wegen der Seefahrt hier, oder? Auf dem Fluss. Ja, dann machen wir die Map auf. Ja. Na gut, vielleicht ist ein Sandort ein bedeutender Hafen. Hat zumindest einen Steg. Wobei ja die Seefahrt spätestens da an dem einen Landding endet. Weiter oben, ganz nah dran da, wo das Schiffchen ist. Ne? Naja, dann ist die Brücke da irgendwie unnötig. Naja, vielleicht ist das so ein Prestigeobjekt, weißt du? Hat der blutige Baron gesagt, ja, ich hätte gern so eine Brücke, baut die mal dahin. Ja, so ist es doch. Ja. Alter, wäre so eine einfache Steinbrücke wahrscheinlich immer. Eine einfache Steinbrücke. Ja, die hält wenigstens. Ich meine, das Holzding, das muss er als pflegen und... Verdammt, bist du hässlich. Ja, reite lieber durch. Die sind nur Stufe 4. Die schaffen wir. Wir brauchen Gehirn. Nein, brauchen wir nicht. Das ist es ja, was ich bemängelt habe. Man braucht einfach keine Zutaten mehr für die scheiß Tränke. Die füllen sich einfach immer auf. Ja. Verdammt. Jetzt werden wir von so ein paar Ertrunkenen verarschen. Also ja schon zwei tot. Vier sogar. Vier Stück hast du schon getötet. Ja. War nicht gesehen. Nee, die brauchen nur zwei Hits. Ich dachte, du hättest nur alle verwundet. War das ein Monsterhaar? Naja, immerhin zwei Hörner. Und die Zungen. Ja, wunderbar. Darf man auch nicht vergessen, so viel für EP brachte das. Na, ich kann es nicht beurteilen. Warte, 480 hatten wir. 90 gab der Quest. Das sind 70, 26. 26 gefällt mir gar nicht. Wie viel hast du getötet? Weiß ich nicht. Ja, 26, was ist das für eine Zahl? Ja, es waren mehr als 3, aber weniger als 13. Ja. Ja. Auch dieses eingebaute Navi ist aber auch nicht so gut. Was haben wir denn hier? Das ist ein Weg. Ja, das ist wie in Legends of Dawn hier gemacht. Diese kleinen Details. Nur etwas grafisch anspruchsvoller. Ein bisschen, ja. ein ganz kleines wenig. Bisschen mehr, aber... Jeder wie es er, wie er es kann. Nee, ich will ja Legends of Dawn gar nicht schlecht machen. Ich glaube, das Budget für Witcher 3 waren nur 15 Millionen. Und von Legends of Dawn wahrscheinlich so 20.000 oder so. Nee, ich meine jetzt mal einen Vergleich. Ja gut, wenn du da hörst, so Battlefield oder so. Dann mit 50 Millionen, oder was weiß ich wie viel, wovon wahrscheinlich 40 in gut, du darfst Werbung nicht, gehen. Darfst nicht vergessen, dass wahrscheinlich die Lohnkosten in Polen deutlich geringer sind als... Naja, aber das sind ja auch Fachkräfte. Die kommen ja nicht nur aus Polen, die Entwickler, sondern die werden überall abgeworfen. Ach so, nö. Also, die Großteil kommt wahrscheinlich schon aus Polen, aber trotzdem werden die wahrscheinlich nicht schlecht bezahlt werden. Nee, vermutlich nicht. Und ein gutes Personal braucht schon sein Geld. Hera, was machst du? Geralt, hast du mich aber erschreckt. Aber nein, der Magier sagt, ich soll ihm Ratten bringen. Gesunde, keine, die Katze anschleppt. Ist das die Lampe aus dem Versteck des Elfen? Und was war das mit den Ratten? Unwichtig, das erkläre ich später. Sag mir, wie komme ich zu dem Vergnügen?
Und was hatten die so zu kaufen? Wetten, dass die alte Hexe, die hier gelebt hat, einige interessante Dinge zurückgelassen hat? Das hat sie. Du willst wohl einen Blick darauf werfen. Ja, sehr gerne. Ja, in der Tat. Sehe ich denn da ganz viele Runen? Ja, aber zu einem unverschämten Preis. Den kann sich ja keiner leisten. Ja, stimmt schon. Ne? Herstellung, Ausrüstung und sonst was verwendet. Ja, ein paar Zutaten. So einen fertigen Trank hat den nicht. Doch, da sehe ich zwei. Trank der Leerung. Relikt. Alle investierten Fertigkeitspunkte werden zurückgesetzt. Ja, okay. Den kaufen wir irgendwann später, wenn wir den, wissen, was gut ist. Merken wir uns einfach mal, dass es den gibt. Zerriebene Perle. Okay, was ist das Grüne für einen Trank? Wo? Führt das von unten nach rechts? Ja. Fünfte Essenz. Okay, ich dachte, es wäre ein fertiger Trank. Ja, nicht, dass es noch das fünfte Element ist. Unsere Schweinewesen uns verfolgen. Giftextrakt. Ja, so viel Gutes hat die nicht. Vielleicht kann man hier was Gutes. So, das wollen wir behalten. Die kauft diese Runen, was zahlten die dafür? Ja, und für 1000 verkauft sie weiter. Ja, so sind sie halt. Ah. Diesen Kopf, da kauft sie. Mittagserscheinung. Ja, wir haben ja schon den Greif da dran. Ja, ist eigentlich besser. Was denn? Ach, der Händler hat ja auch Geld. Ja, stimmt. Ach, da können wir gar nicht so viel verkaufen. Kauft sie nicht. Roten. Unfassbar. Aber vielleicht kauft sie die Alchemie-Zutaten für irgendwie teuer Geld, weiß man es? Naja, für teuer Geld bestimmt der hier eins. Ah, nee, komm. Schmeiß ich sie lieber weg. Ja, du sagtest, du hättest deine Bitte an mich. Du sagtest, du wolltest etwas von mir. So ist es. Nach wie vor. Die verfluchte Insel im Sturmsee. Du hast sicher von ihr gehört. Die Bauern hier reden ständig darüber, über die Geister, die dort hausen. Sie sagen, wer dorthin geht, kehrt nicht zurück. Was für ein Fluch ist das? Das weiß ich nicht. Ich muss diesen Zauber brechen, aber habe seinen Ursprung noch nicht gefunden. Du musst doch etwas wissen. Ein bisschen. Der Fluch hängt irgendwie mit dem Turm zusammen, in dem Viserat, der Herr über dieses Land, beim Angriff durch Nilfgaard Unterschlupf fand. Im Dorf sagen sie, ein paar verzweifelte Bauern segelten zu der Reuseninsel, wollten um Essen betteln, doch es kam zu einem Massaker. Würdest du mir also bitte helfen, den Fluch zu brechen? Du kennst dich doch mit sowas aus. Ja. Ja, warum denn nicht? Gib DP. Schon gut, ich helfe dir. Ich wusste, du könntest nicht Nein sagen. Natürlich musst du zur Reuseninsel segeln. Na schön. Und dann? Nun, die Geister auf der Insel. Du müsstest mit ihnen irgendwie in Verbindung treten. Vielleicht können sie uns zeigen, woher der Fluch stammt. Meinst du, sie haben Lust auf ein Schwätzchen? Natürlich. Wenn du meine magische Lampe dabei hast, du kannst sie danach gern behalten. Zum Dank. Wirst sie sicher gut gebrauchen können. Ja, warum sie eigentlich nicht mit? Hat anderes zu tun. Da kriegst du immer nur Ausreden, wenn du das machst. Aber die funktioniert bestimmt wie dieses Ding, um die Illusion zu brechen, dass man einfach dahin geht und es benutzt. Wie funktioniert die Lampe eigentlich? Ich meine, muss ich sie reiben oder irgendwas Magisches tun? Reiben kannst du dir sparen. Stell sie einfach dort ab, wo du Knochen findest und ein Gewisper hörst. Sei gewarnt. Es gibt gewiss angenehmere Dinge. Hab ich mir schon gedacht. Ich erzähl's dir später. Vielleicht lasse ich das Schlimmste weg. Das kannst du dir sparen. Ich gebe dir einen Xenogloss. Damit können wir uns über weite Entfernungen verständigen. Du beschreibst einfach, was du siehst, und ich sage dir, wonach du suchen sollst. Was ist denn Xenogloss? Ein Walkie-Talkie. Okay. Sollte ich noch etwas wissen, bevor ich gehe? Nein, das wäre alles. So, jetzt geh schon. Ich bin so gespannt, was du auf der Reuseninsel findest. Komm hinterher unbedingt bei mir vorbei. Und Geralt? Hm? Danke.
So, wo ist denn diese Reusen? Ja, siehst du, einfach hinstellen. Finde. Ja, ich dachte, das ist nicht so kompliziert, das dachte ich mir fast. Ah, wo sind sie denn? Nebenquest. Turm voller Ratten? Ja. Ja. Guck mal, Stufe 6. Das ist genau unser Level, Mann. Tschupp. Weg hier. Aber ist auch gar nicht so weit weg. Ah ja. Aber wir müssen segeln. Oh, ja, fängt gespottet. Darfst halt nur das Boot nicht wieder kaputt fahren, ne? Gespeichert. Ja, ja. Hast du letztes Mal auch gesagt, das wäre gespeichert, aber da war's ja, nicht. Ja, jetzt reiten wir da episch hin. Oh nein. Oh, wie er faucht, ey. Boah. Killer, Mann. Krieg ich erstmal das Schwert ins Herz. Easy. So weg mit dem. Messer rein, Gedärme raus. Meinst du, das führt uns gleich zu einem Boot? Guckt einfach nach. Ah. Ja, ich weiß nicht, wo es uns hinführt. Da ist ein nicht erkundeter Ort. Wo ist eigentlich die Reuse? Ah, da müssen wir hin. Dann nehmen wir doch hier das Boot. Ja. Dann muss einfach links abbiegen an der nächsten Kreuzung und dann... Finden wir es schon. Da sind Personen, die überfallen. Wo? Da, Bauern. Ja, das sind Boots. Also er wird die Bauern überfallen. So, das Boot leihen wir uns einfach mal aus. Ach, der Besitzer ist bestimmt gestorben im Krieg. Bestimmt. Das nehmen wir einfach mal an. So, pass auf, dass du es nicht kaputt machst. Ich mach das nie kaputt. Letztes Mal hast du eine Macke reingefahren. Ja, als wir gehalten haben, um auszusteigen. Ja, dann sitzen wir fest auf der Ratteninsel. Ja, dann schwimmen wir einfach runter. Es geht nicht, dann trinken wir irgendwann. Man oder wir sagen, Keira, teleportier dich zu uns, wir müssen hier weg. Wir haben ein Problem. Wir sitzen auf der Ratteninsel fest und jemand hat das Boot kaputt gemacht. Wir können sogar beschleunigen, indem wir für mehr Wind sorgen. Und das wie? Indem man Rennen drückt, nur mit dem Pferd. Guck, ist ja langsam schneller. Ja, das ist doch schön. Mach denn den Außenbordmotor an. Oh, Tare. Hörst du mich? Ist alles in Ordnung? Wo bist du? Bin fast da. Wunderbar. Ich melde mich bald wieder bei dir. Warte. Dieser Xenogloss. Kann ich mich damit auch bei dir melden? Oder funktioniert er nur in einer Richtung? Er funktioniert nur in einer Richtung, fürchte ich. Du musst meiner weiblichen Intuition vertrauen. Deiner was? Meiner weiblichen Intuition. Wunderbar. Ja, Geralt. Unertrunkener. Ja, der ist bestimmt Level 8. Oh, und eine Mörderhaut. Mörderhaut. Ja, 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 ja. Ja, legt nur ein bisschen daneben an. Aber das sind auch... Nee, das sind Bäume. Nee, ich dachte, weil ja, die so gewackelt haben. Wir müssen jetzt Bremsvorgang einleiten. Wir sollen jetzt aussteigen. Guck mal, Boot ist noch Top-Zustand. So, gespeichert haben wir auf dem Boot. Ui. Oh, sind wir putschen das. Na, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter, weil dann trocknen wir hier. Nein, das ist ja die Reuseninsel. Ja, aber der Rattenturm. Ja, richtig. So werden wir es machen. Wir machen hier den Cut und kämpfen in der nächsten Folge. Bis dahin.